Meine Leute und Leutinnen, auch Zickers genannt, guten Tag und willkommen zu einer Fanfiction. Und zwar hat die gute X Miss Lonely, vielen lieben Dank, eine Fanfiction geschrieben über Mari X Lily. Ich weiß schon, welche Lily es sich handelt, aber okay, wir fangen einfach mal an. Und ich lese es mit einer schönen, entspannten und beruhigten Stimme vor. Ich hoffe, euch wird es gefallen. Und ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon sagt. Und wirklich, wenn ihr jemand eine Idee hat oder einfach sagt, ja, ich möchte jetzt auch eine Fanfiction schreiben, dann macht das gerne. Ich werde sie wieder vorlesen, wenn ihr es gestattet. Und nun, wir beginnen. Ist meine erste Fanfiction, also sei nicht böse, wenn sie schlecht ist. Wird sie nicht sein. Außerdem dient sie nur zur Unterhaltung und zu Unterhaltungszwecken und soll niemanden beleidigen. Viel Spaß. Dankeschön. So, Kapitel 1. Gedanken. Ich bin Mari, 19 Jahre alt und lebe auf der Kawaii-Insel, also der Insel in Go-Vacation. Außerdem bin ich verliebt in das schönste Mädchen der Welt. Ihr Name ist Lily und wir sind schon lange befreundet. Aber ich hatte nie so starke Gefühle für sie wie jetzt. In letzter Zeit denke ich in jeder freien Sekunde an ihre so wunderbaren hellblauen Augen. Oh, das ist geil, weil die Augenfarbe hat sich von der Wii-Version in die Switch-Version geändert, was ziemlich lustig ist. Und hier mit den hellen, mit der Ausrufezeichen, hellblauen Augen, sehr schön. Und die strahlen, die schöner strahlen als das Meer am Sonnenschein oder am ewigen Strand zusammen. Unglaublich gut, es ist echt sehr gut. Ey, warte, wo bin ich jetzt? Hier. Jedes Mal, wenn diese funkelnden Augen in meine schauen, schmilzt mein Herz dahin. Und wenn jemand anderes sie anschaut, möchte ich am liebsten aufspringen und zeigen, dass sie nur mir gehört. Doch leider tut sie das nicht. Wir sind seit Jahren so etwas wie beste Freunde. Aber es ist nie mehr passiert. Als wir einmal von einem Hügel aus den Sonnenuntergang über dem Tromeliasee beobachtet haben, also Tromeliasee ist ja im Bergresort, ist sie an meiner Schulter eingeschlafen. Das war das Schönste, was ich je erlebt habe. Ich finde diese Vorstellung unglaublich lustig. Jede Sekunde, eine Ewigkeit, der süße Duft ihrer Haare. Ich habe es bis heute nicht vergessen. Sie ist einfach mit Abstand das tollste Mädchen, was ich getroffen habe. Ah, schön. Wir verbringen viel Zeit miteinander und manchmal gehe ich sogar mit ihr tanzen. Doppelpunkt B. Ihr müsst wissen, tanzen ist, warte, ich muss so machen. Tanzen ist einer meiner Hasssportarten in Go-Vacation und ich habe gehört, dass es im Switch-Teil von Go-Vacation leider kein Tanzen mehr geben soll. Finde ich natürlich sehr traurig. Aber mit Lily gehe ich überall hin. Also, weiter geht's. Okay, geht's hier noch weiter? Nein. Nur um ihr schönes Lächeln zu sehen. Wenn sie lächelt, verschwimmt immer alles um uns herum. Und ich kann nicht klar denken. Es ist so perfekt. Wie es eine Casper liegt. Egal, wir schweifen ab. Mit jeder Sekunde wachsen meine Gefühle für sie. Jedoch habe ich es ihr nie erzählt. Einfach aus Angst. Sie würde sie nicht erwidern können. Was sollte ich nur tun? In ein paar Wochen wird das jährliche Inselfest stattfinden. Jährliche Inselfest? Gibt es jährliche Inselfest nicht irgendwie in Stardew Valley oder so? Ach egal, machen weiter. In ein paar Wochen wird das jährliche Inselfest stattfinden, bei dem sich alle Bewohner der Kauai-Insel am Sonnenscheinstrand zusammenfinden und bis zum nächsten Morgen feiern. Lily wird auch dort sein, denn sie ist eine der Touristenführerinnen auf der Insel. Ist nicht die einzige? Ach, keine Ahnung. Vielleicht sind es alles Lilies. Am Tag vor dem Inselfest treffe ich mich mit einem meiner besten Freunde, der natürlich auch über meine Gefühle zu Lily Bescheid weiß. Heute Abend musst du es ihr sagen, rät er mir. Es ist doch der perfekte Zeitpunkt. Eine Party ist bestimmt nicht der richtige Zeitpunkt und außerdem will sie bestimmt nichts von mir, sage ich ein wenig traurig. Ach so. Eine Party ist bestimmt nicht der richtige Zeitpunkt und außerdem will sie gar nichts von mir. Sag ich ein wenig traurig, so ist es besser. Und dann wandern meine Gedanken auch schon wieder an sie.
Ihr seid füreinander bestimmt, sagte er noch und muss dann auch schon wieder los. Den ganzen restlichen Tag denke ich nur noch darüber nach, was ich letztendlich tun soll. Auf der einen Seite denke ich mir, dass ich nie erfahren würde, dass sie Gefühle für mich hat, wenn ich es ihr nicht sage. Aber im nächsten Moment denke ich mir, dass sie mich sowieso nicht liebt. Heute Morgen hat sie mir noch gesagt, sie freue sich auf die Party. Bei den Worten wurde mir sehr warm ums Herz, aber ich bin mir sicher, dass sie es nicht so meint, wie ich es meinte. Wie ich es meinte, ja, so ganz anders eben. Ich bin so verzweifelt. Ich liebe sie. Okay, das war das erste Kapitel. Schau mal, sehr Premium. Wie es auf der Party weitergeht, seht ihr im nächsten Part. Ich möchte das gern aufteilen, weil ich das sehr, sehr feier. Und wenn ich nur ein Video hochladen würde, würden die restlichen Parts, die restlichen Teile untergehen. Und deswegen möchte ich das gerne so machen, dass ich jedes Kapitel einen einzelnen Part mache. Ich hoffe, es ist okay so. Und vielen Dank schon mal an das erste Kapitel. Ich lese es gleich weiter, aber werde es eben cutten. Danke fürs Anschauen schon mal. Ihr könnt mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wird's was? Was erwartet ihr? Was denkt ihr, wie es weitergeht? Und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Zickerfreak mit Brille.